Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir wagen uns beim Partner Party bei Super Mario Party in den Kampf als Teammodus und zwar in das letzte Spielbrett Partnermodus und zwar ist das vertrackte Kapseln. Das zeige ich euch auch nur, damit wir den Diamanten hier holen können. Da gehen wir jetzt direkt rein. Wir machen nur eine kleine Runde. Oh, warte, zurück. Ich mach mal das Gebrüder-Duo hier. So. Die Spielbretter sind ein wenig anders als im Singleplayer. Ein bisschen anders aufgebaut, ein paar mehr Fallen und ein paar andere Sachen. Das werdet ihr aber gleich sehen. So, wie man sieht, sind hier auch ein paar mehr Felder allgemein. Der Partnermodus ist eigentlich ziemlich cool, der Teammodus. Denn hier zählen immer beide Würfel zusammen. Das heißt, der eine Würfel eine 6, der andere eine 7 und 13 Felder, die man gehen kann. Und jeder von denen kann dann 13 Felder gehen. Sehr cool. Endlich seid ihr hier. Das hier ist eine ganz große Nummer, die Ultimate Teamwork Test. Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Wir sagen mal ja. Dieses protzig ausgestattete Spielfeld ist mit versteckten Fallen gespickt, denen ihr nicht zum Opfer fallen dürft. Bei einem Spiel am Kapselautomaten kann man großartige Preise gewinnen. Dafür braucht man allerdings Kapselcoupons. Der Hauptgewinn kann sich wirklich sehen lassen. Erster Preis erhält man 2 Sterne. Der Itemladen mag etwas zwielichtig erscheinen, ist aber Besuch wert. Wenn du dort etwas kaufst, bekommst du als kleinen Bonus einen Kapselbonus geschenkt. Ah, okay. Ja, logisch. Da drüben blockiert ein Steinblock mit unendlicher Geduld den Weg. Ich habe ihnen sagen wir, dass jeder, der ihnen passieren will, Münzen dafür bezahlen muss. Es kommt noch schlimmer. Wer vorbei will, muss mehr Münzen berappen, als der letzte Spieler vorbeigegangen wurde. So. Am Spiel ist eigentlich als Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Die Regeln kennen wir. Brauche ich auch nicht, kann ich auch unterwegs erklären. Bedeutet nur, dass wir halt viele Teamkollegen trotzdem sammeln können. Und wir eben unsere Würfel eben zusammengezählt werden, unsere Würfelaugen. So, gucken wir mal, ob wir anfangen können. Jips. Wir starten. Ich finde es zwar besser, Letzte zu sein, aber auch nicht so verkehrt. So, gucken wir mal, wo der erste Stein platziert wird. Stern. Da oben steht die gute Tante. Bin gespannt. Auch hier im Team-Modus sind natürlich ein paar andere Spiele dabei, die ihr aus dem Singleplayer nicht kennt. Wahrscheinlich fast gar keine davon. Mir ist irgendwie keins eingefallen, was doppelt kam. Aber wir gucken mal. Start. So. Wird gestartet. So. Jetzt endlich der startende Teamanzug. Das sind wir. Wie ihr sehen könnt, ist das Feld wirklich anders als beim Carmack, beim ersten Carmack-Schloss. Das macht aber nichts. Dieser Taktik gefragt ein bisschen, ne? Ich hab hier einen normalen Würfel, Luigi-Würfel. Ich nehme den normalen Würfel diesmal. Welchen Mario nimmt. Okay. Ui, gleich mit. Guck mal, 6. Jeder hat 6. Bin ich verkehrt. Jetzt könnte man natürlich direkt auf Leute raufhopsen. So, wir können natürlich auch direkt da hoch, wenn wir wollen. Hier können wir nicht. Da nicht hier direkt hin? Nee. Dann gehen wir hier hin. Ist auch egal. So. Items einsammeln ist auch nicht verkehrt, denn wir haben schon auch Coupons gewinnen. Aber das Gute ist, vielleicht kriegen wir beim Bonus nachher auch noch den Item-Bonus. Das heißt, die meisten Items eingesammelt haben, bekommen sozusagen einen Stern zum Schluss. Bonus. Ah, sie werden schon da oben. Wir sind nicht mehr so weit. Gucken, ob ein Team noch ein Trocken, wie weit die kommen. So. Okay, das war jetzt nicht so weit. Aber ich muss euch dazu sagen, das letzte Spiel, was ich gemacht habe hier, der vorletzte, da hat der Computer so viel Würfelglück gehabt, das war schon unfeierlich. Ich glaube, ich habe mit 6 oder 7 Sternen Vorsprung verloren. Will schon was heißen, oder? Ich meine, das ging auch gar nicht. Also alles, was man kriegen konnte, haben die gekriegt. Egal wie. Mit den unmöglichsten Würfen. Nun gut, kommen wir zum ersten Minispiel. Schlauchschütteln. Okay, das kenne ich noch nicht. Ja? Doch, das hatte ich schon. Das kennen wir auch aus dem Singleplayer. Da kann man es nämlich auch machen. Gut, fangen wir an. Geht nur darum, rauszufinden, wie viele Nüsse in den jeweils drin sind und die stärksten drin. Oh, nehmen wir mit. Gehen lassen. Essen. Essen. Mit.
Superkisten, die gut sind. Den nehmen wir auch noch mit. Los, Mario, geh weg. Ich glaube, ich habe hier eine Superkiste. Zack. So, und hier was. Oh, warte mal. Geh weg. Dann haben wir die lieber. Was ist mehr drin? Ein bisschen blockieren die Leute, dann können sie mich nicht mehr irgendwo hinlaufen. Guck mal. Hey, hier. Bitte ich mir eigentlich gleich eine Kiste hinzustellen. Ne, schade. So, ja, ganz gut gesammelt, glaube ich. Da kommen sie wohl nicht ran, ne? Sehr gut. Ordentlich Eicheln gesammelt hier. Yes. Ja, es ist schon ein Brüder-Duo. Da kann man auch nicht gegen ankommen. So, wir nach oben. Glück mit unseren Würfeln und können gleich einen Stern holen. Ich so ziemlich weit vorne. Ich glaube zwar nicht, dass ich einen kann, aber kann er vielleicht einen Stern holen? Dann hole ich mir lieber eine Partnerin. Oder kommen wir nicht rein? Ich habe keinen Schlüssel. Aber sicherheitshalber, wir wissen ja nicht, was wir würfeln. Rück ich schon mal, machen wir den an, den Turbo. Ah, ist doch dumm, den Turbo hätte immer Mario nehmen sollen, nicht ich. Na gut, geht anders. Wohl, mit 8 Feldern, kann er da hinkommen? Ich weiß es nicht. Kommst du da hin? Ah, verdammt, er kommt da nicht hin zur Tante. Kommt auch nicht so hin. Umweg gehen hier. So. Und ein. Ups. Und denkt sich vielleicht, oh ja cool, der springt auf die drauf und holt sich die Münzen. Das war auch ein Fehler bei der letzten Folge, die ich gemacht habe, denn dann auf einmal gab es den Fußmattenbonus, der, wo am meisten draufgesprungen wurde, haben Sterne bekommen. Das heißt, haben vom Gegnerteam 2 Leute Sterne bekommen. Das ist natürlich sehr ätzend. So, jemand hat einen Partner geholt, das ist schon mal gut. Die beiden können ja jetzt auch nur hochkommen, das heißt, sie können den Stern auf jeden Fall noch nicht holen. Weil keiner von den beiden oben ist. Also, die 16 Felder bringen denen jetzt auch nicht viel. Okay, weiter kommt er auch nicht. Warum geht denn Donkey Kong nach oben? Er hätte auch ebenso gut aufs Glücksfeld gehen können da. Dann hätte er ein Itemfeld, dann hätte er ein Item gehabt. Ja. Ab und zu weiß man nicht, was der Computer so für Macken hat. Gut, hatten aber zackig. So, in der Küche, das kennen wir. Was auch, gibt's auch einen Single? Los. So, holen wir uns mal Tomaten hier. Salat, wir brauchen Salat. Ich wusste zwar nicht, dass ich das haben sollte, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Oh Mann, dieser Tod ist ja voll im Weg. Und halt den Salat mal auf deine. Oh, brauchen wir nochmal. Sehr gut, Mario. Du weißt, was du machen sollst. So. Sehr gut. Mit 2 gerechten Vorsprung gewonnen. Alter Schwede. Oh, sieht das lecker aus, das Brot da hinten drin, ne? Jagt er ja gerade im Salat? Ne, die rennen nur noch hin und her. Na, ich dachte, ich werde da hinterher gehen. Ja, man achte mal so auf die kleinen Feinheiten rundherum, was da alles glitzert und blitzt. Man findet so viele kleine Kleinigkeiten, die total süß gemacht sind. Da sieht man mal, wie detailverliebt Nintendo doch eigentlich ist. Einfach mal sagen. Oh, jetzt kommt Carmack und macht wieder Schwachsinn. Er bringt jetzt ein paar Pechfelder ins Spiel. Mit seinem PlayStation-Symbolwurf-Zauber. So, die können wir leider nicht sehen, die Pechfelder. Bin noch nie drauf gelandet, muss ich sagen. So, Mario, jetzt müssen wir da hinkommen aufs Feld. Und wenn, mindestens eine 1 oder eine 2 würfeln, ne? Okay, eine 7. Das ist na, kommen wir da rauf trotzdem? 8.
Wenn wir beide raufkommen, können wir beide einen. Können wir beide einen Stern holen, aber ich glaube, er kommt nicht drauf, aber ich komme drauf. Das ist ziemlich cool. Denn wenn er jetzt auch drauf gekommen wäre, hätte er auch nochmal einen Stern kaufen können. Hätten wir zwei Sterne schon. Schafft er nicht, das heißt, der Stern verschwindet jetzt leider hier von. Schade, schade. Das gibt's nachher in der letzten drei Runden, wo gibt es ja zwei Sterne bei ihr. Kann ich schon mal vorab sagen. Und diese zwei Sterne, die hat sich das Team beim letzten Mal auch geholt. Zack, auf einmal rennt der erste drauf und der zweite hatten sie vier Sterne in einer Runde. Das ist natürlich, hat man natürlich voll verloren. Ich hatte noch keinen Stern und ich, ja, wie gesagt, ich habe dann mit 7-1 Stern verloren, das Match. Was echt übel ist. Aber da konnte ich auch nichts mehr machen. So. Wo sie jetzt hinflattert? Ne, einen Coupon haben wir noch nicht, aber vielleicht kriegen wir nachher noch einen Coupon, dass wir uns hier was holen können. Da ist der Schlüssel für das Tor, würde ich sagen. Schlüssel hier links gesehen für das Tor, was verschlossen war auf der anderen Seite. Wenn man einen Schlüssel hat, ist auf jeder Karte gibt es einen besonderen Raum. In der einen in den Minen gibt es dann so ein Gold, und dann muss man eine Spitzhacke finden und kann dann da Gold schürfen. Bei Bomb-Omb, in den Ruinen ist es dann ein Schlüssel für eine Schatztruhe. So oft würfelt Donkey Kong wirklich nicht die 10, das muss ich sagen. Aber wenn er die mal hat, dann hat man auch echt sehr fett, ne? So, nächstes Minispiel. Ich bin gespannt. Nicht den Faden sehen. Oh, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, was man mit zu zweit natürlich super spielen kann. Mit dem Computer ist es wirklich nicht leicht, denn der Computer kann sich ab und zu verhabeln. Aber wir machen es mal. Oh, wir müssen genau das Symbol nachmachen, was da gezeigt wird. Mario, was machst du denn? Geh zurück, Mario. Zurück, Mario. Oh, guck mal, da kann man nichts machen. Da läuft Mario halt da unten runter und ist ein bisschen gearscht. Mario, kann man da stehen bleiben? Jetzt streut er die ganze Zeit in die falsche Richtung. Sehr gut. So gut. Ja, aber ab und zu klappt es halt nicht. Ne? Das regt einen auch schon auf. Ich würde euch so gerne mal dieses Würfelglück zeigen, aber es ist, als ob Nintendo das Super Mario Party Spiel, als ob Nintendo da irgendwas eingebaut hat, das es erkennt. Der gute Mann, der macht gerade eine Aufnahme für sein Let's Play und da können wir jetzt nicht so tun, als ob die ganze Zeit die geilsten Würfel würfeln können. Naja, glaube ich zwar nicht, dass sie es nicht programmieren können, das war natürlich nur Spaß, aber trotzdem, also ab und zu kommt es mir wirklich so vor, jetzt passiert gerade gar nichts. Also ihr die letzte Runde mal sehen sollen, dachte ich so, das gibt's gar nicht. So viel Glück, wie da war. Horror. So, würfeln wir mal. Vier und vier. Oh, Pasch. Wieder ein paar Münzen. Und er kriegt rechts auch noch eine... Mal einfach 9 Felder gehen. So, warte mal. Wo wollen wir denn hin? Also ich würde ja gerne die Tante da mitnehmen. Denn wenn ich die habe, habe ich sie. Was ist das? So. Da geht schon direkt darüber, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja egal. Es reicht auch, wenn einer zu den Sternen geht. So, haben wir Peach dabei mit ihren Würfeln. Ist auch nicht verkehrt. Oh, ein Warpbox. Die ist natürlich noch besser. Also ich kann mich in der nächsten Folge direkt neben meinen Kollegen warpen. Beamen, hinbeamen. Ah, wir zahlen die Münze. Okay. Super Mario, wie weit du gekommen bist. Runter, hui. Oh, ist er schon ziemlich weit. Cool. Also ich werde mich nachher nächste Runde einfach nur hinbeamen und kann dann gleich schon loslaufen. Die Knochentrocken muss natürlich hinlaufen. Für uns natürlich gut, für die natürlich schlecht. Was die Würfel natürlich nicht. Okay, eine 5. Ah, die müssen natürlich einmal unten rum, ne?
So, nächstes Minispiel. Totale Banane, was ist da denn? Herz am rechten Flügel. Gut. Achso, ja, das ist immer, man muss nur in die Blickrichtung gucken, wo das Herz auftaucht. Gar nicht so schwer. Aber man muss schnell sein. Start! Ah nein, verkehrt geguckt. Nein, verkehrt geguckt. Nein, schon wieder verkehrt geguckt. Scheiße. Okay, aber wir haben trotzdem genug Punkte eingeheimst. Ja, aber so, da ist man auch auf und zu ein bisschen durcheinander, ne? Oh, wie sie sich das Workout machen da hinten. Oh, dann extrem guten Puls gehabt, 124, und er hetzt sich da ab mit den Vollkleidung alles. Schlecht. So. Runde 5. Die Hälfte geschafft. So. Oh, jetzt können wir auch den anderen Würfel benutzen von ihr. Ist auch nicht schlecht. Machen wir mal. Versuchen wir mal Peach-Würfel. Vielleicht das 0 können wir ja noch nicht würfeln. Wir nehmen auf jeden Fall den Warp-Würfel, damit wir direkt bei meinen Kollegen sind. Ja, der Mario-Würfel ist auch gut. Los geht's. Hier, und? Oh, 7. Das ist nicht schlecht. Hat jeder noch eine... Okay, beide können 8 laufen. So. Kommen wir zwar nicht ganz hin, aber ich krieg noch eine Verbündete dazu. Daisy. Desto mehr Verbündete man, desto mehr weiter laufen kann man natürlich, weil die immer nach deinen einzelnen eigenen Würfel sozusagen... Nochmal noch eine Warpbox. Neben deinen eigenen Würfeln eben nochmal eine 1 oder eine 2 würfeln. Das heißt, wenn du nachher 3, 4, 3 Verbündete, habe ich schon mal gesehen, kann man haben. Ich weiß nicht, ob man noch mehr haben kann. Natürlich große losgezogen, ne? Oh, der ist ganz gut. Die Spukbatzglocke. Die könnt ihr ja bei der nächsten Runde jemanden auf den Hals hetzen von den Gegnern. Und so viele Schritte, wie der geht, so viele Münzen zockt er ihn dann ab. Hat auch was. Uhuhu! Ah, ein herrlicher Sonntag heute, ne? Kann man noch rumgammeln. Und spielen. So liebe ich es. Wobei. Ja, eine Münze will er. Oder muss dein Affe auch gleich vorbei? Noch ein bisschen mehr bezahlen, glaube ich. Ist dumm, dass er 3 zahlt. Jetzt muss er ja definitiv mehr als 3 zahlen. Okay, ist natürlich für uns doof. Wenn wir da irgendwann vorbei sollten, müssten wir jetzt mehr als 8 zahlen. Naja. Oh nein, er hat eine Box gefunden. Hoffentlich kriegt er keinen Stern. Oh, Glück gehabt. Bleibt er im weißen Feld stehen, der Pfeil, dann gibt es auf jeden Fall einen Stern aus dieser Box. Was mir aufgefallen ist beim Mario-Spiel, ich glaube, wenn man, also ich habe es mit meiner Freundin gespielt und auch mit zwei Kollegen, es ist wirklich so, dass man, wenn man es mit Menschen spielt, geht man mehr auf die Ereignisfelder. Spielt man es mit dem Computer, nutzt man die Ereignisfelder gar nicht. Weil, wozu? Macht da nicht so viel Sinn. Das andere macht Spaß. Macht ja keinen Spaß. Los, schauen wir uns ein paar Pfannkuchen. Wo bin ich? Oben rechts, okay. Start! Ja, ja. So. Ab und zu muss man ein bisschen schielen, um dann auch zu sehen, dass man auf jeden Fall die Sternenpfannkuchen schnappt. Also nie den oben wegnehmen, warten, dass ein Gegner den wegnimmt und dann den Sternenpfannkuchen schnappt. Wie ich es gerade getan habe. Sehr clever von mir mal wieder. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich bin ein Ass. Was? Freut euch auf übernächsten Montag. Nee, Dienstag? Am 16. Wenn Battle for Atlas rauskommt, Starlink. Exklusiv, nein, exklusiv nicht, aber exklusiv mit Fox McCloud für die Switch. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, nee, brauchen wir, ich brauche nichts benutzen. Wer ein Item machen will, kann er machen, wir brauchen es noch nicht. Ah, er nimmt die Glocke wahrscheinlich. So.
Egal, wie viele Schritte Donkey Kong jetzt macht. Ne, jetzt eine 10 Würfel wäre natürlich super für uns. Echt für ihn. So, hoffen wir, dass einer von uns einfach ins Feld kommt. Oh, 3. 7, okay. Versuch gleich, ich will gleich hier drauf kommen. Halten unmöglich für mich, aber er kommt jedenfalls drauf. Ich komme leider nicht drauf. Gut, dann brauchen wir auch gar nicht da hinlaufen. Gehe ich nämlich gleich in die andere Richtung. Und gehe hier rauf. Keine Ahnung, wo der Stern gleich landet, aber oben ist der Schlüssel. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und Mario holt sich den Stern, deswegen muss man ein bisschen taktisch vorgehen. Mal abhauen. Also kann er ja die Warpbox benutzen nachher, um wieder bei mir zu landen. Yes! Ich ihn rüber, das Teil. Oh, im Knochen trocken, voll traurig. Yes, wir sind fertig. Keine Ahnung, wie wir aufgeklatscht haben, bei uns sind einfach mal 100 Meter dazwischen. Aber wir schaffen. So. Guck mal, das Team. Ja, gucken, wo der landet, ne? Hoffe ja, der landet irgendwie so ein bisschen bei mir in der Nähe. Einfach hier in der Mitte vom Feld, vielleicht. Nein, leider nicht. Leider landet er genau am Anfang fast wieder. Das ist ja bescheiden. Naja, aber ich kann den Schlüssel holen, dann können wir da oben mal reingehen. So, die gehen ja wahrscheinlich jetzt wieder zurück, alle. Komm schon, Donkey Kong. Würfel eine hohe Zahl, damit wir schön viele Würfelpunkte bekommen. Lass ihn ruhig eine 10 würfeln. Kriegt er nicht. Schritte geht er leider nicht. Kriegt auf 6 Schritte, das heißt, wir kriegen 6 Münzen. So. Und. Oh, ich muss erstmal nochmal Geld bezahlen. Ihr werdet eure Münzen schon ganz gut los, ne? Mein Kollege muss auch gleich 9 bezahlen. 10 sogar. Die Münzen verschwinden, wenn er läuft. Sehr cool. Oh, und er zahlt freiwillig mehr. Was für ein Vollhorst. Und sauber, und die haben nur 9. Das heißt, bis jetzt können sie auf jeden Fall keinen Stern kaufen. Muss ja egal sein. So, was spielen wir denn mal hier? Wertlich wert am längsten. Oh, da muss man, glaube ich, die Raupe streicheln. Was ist das? Da bin ich ganz schlecht drin gewesen. Ich habe sie das letzte Mal wütend gemacht. Vorsichtig streicheln, das Viech. Aber ich habe sie wirklich wütend gemacht. Anfängt. Der Mario fängt an. Start! Muss er versuchen, so oft zu streicheln in diesen 5 Sekunden, die man hat, ne? Mehr Punkte bekommt man. Aber wenn sie aufwacht. Da brauche ich ein bisschen grobmotorisch, Donkey. Okay. Zweimal gemacht, okay. Muss man sich aufpassen. Aufhören, sobald sie aufwacht. Oh. Ich hab sie schon mal wütend gemacht, das ist eigentlich ganz witzig. Aber trau dich ein bisschen mehr, Mario, sonst wird das gleich echt nichts hier. Oh! Ah, wer gewonnen? Ich hab mich beim ersten Mal sowas von erschrocken. Das glaubt ihr gar nicht. Dass die Viech da durchgedreht ist. Mein Gott, du, das war echt gruselig. Naja. So. Waagerecht halt. Nicht senkrecht. Machen wir. So, wir sind immer noch oben. 2 Sterne Vorsprung. Hat nicht viel zu sagen, denn sobald die letzten 3 Runden anfangen. Tauscht die gute Tante da 3 Sterne aus. Teilt sie 2 Sterne aus. So, wir sind aber schon dicht hier dran. Heißt. Was haben wir für Items noch? Brauchen wir nicht. Entschuldigung, kannst du dir nachher holen, Luigi? Brauchen wir nicht? Er nimmt auch kein Item, das ist natürlich schade. 4 und 3, 7. Sind wir noch unsere Leute? Oh, sehr gut, 9 Felder. Dann kann ich mir auf jeden Fall den.
den kleinen Gampa da oben holen. Und ja auch den Schlüssel noch haben. Ja, machen wir so. Schlüssel. Münzen? Mit? Oh, ist doch gut. Guter Würfel. Und den Schlüssel. Als wir runterkommen zur Tür, können wir da mal durchgehen. So. Hätte ja auch mal hochkommen können, der Heini, ne? Da haben sie jetzt doch wieder 11 Münzen. Könnten es theoretisch kaufen. Bitte dürfen sie gehen. Viel, aber es macht nichts. Für uns gut, nicht schlecht. Allerdings haben wir ab nächster Runde, hat sie jetzt 2 Sterne, die sie verteilt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oder? Oh, die Faust im Nacken, das ist lustig. Können wir mal sehen. Da wollen wir einfach nur die hinteren Waggons abschießen. Eigentlich gar nicht so schwer. Ruf, wenn sie einen erwischen. Es geht. Start. Das war's schon. Ja, so viele Waggons hatten sie ja nicht. Weil wir sehen können, habe ich schon ordentlich hinter Leute hinter mir und Mario hat auch noch einen. Perfekt für uns. Die Chicks hinter mir. Und den kleinen Scheißer. Kleiner Scheißhaufen, ne? So, 70 Münzen haben wir. Okay, also das wird eine Runde, die sieht ja fast danach aus, ob ich die hier dominiere. Sag's euch, das ist nicht mehr so. Es sind noch 3 Runden zu spielen, da lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Team Luigi ist in Führung. Team Knochentrocken als Zweiter. Team Luigi hat bisher noch gar keine Blöße gegeben. So, jetzt kommt der Gastexperte. Zu dem muss ich was sagen. Der Gastexperte ist natürlich immer einer von diesem Spielbrett. Der kommt dann hin und erzählt was und gibt denjenigen einen Bonus, wo er glaubt, welcher gewinnt. Egal, welches Spielbrett ich gespielt habe, ich habe noch nie von diesen Gastexperten einen Bonus bekommen. Diesen Bonus bekommt immer das andere Team. Und dabei ist es egal, ob das Team ganz hinten ist oder ganz vorne ist. Wenn ich ganz hinten bin, dann haben die das vorne bekommen, weil er glaubt, die gewinnen. Wenn der Computer hinten ist, dann sagt er, ich glaube, die holen noch auf und die gewinnen. Also es ist voll abgefahren. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich jetzt wieder bei diesem Spielbrett wieder anders, weil ich es gerade aufnehme und darf keine Beweise speichern. Ja, ich bin's, Lakito. Die Knochen wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Seht ihr? Ich bin mir ziemlich sicher. Gut. Jetzt kriegen sie einen Bonus. Ein Goldfläschchen. Was ist ein Goldfläschchen? Halte für jedes gezogene Feld eine Münze. Ach so, das ist genau das Gegenteil wie von dem Geist. Von der Geistglocke. Trotzdem ist es eine Schweinerei, oder? Das ist keine Schweinerei. So, und das heißt, die Zahl der Sterne, die man hat, verdoppeln sich. Eine Partie nochmal. Drehen. Okay, er macht das in Pechfelder, macht er jetzt Riesenpechfelder. Was nicht so weiter schlimm ist, wenn man sie nicht trifft halt, ne? Ich habe sie jetzt noch nicht getroffen. Ich kann es also nicht sagen, wo die sitzen. Aber meistens kommt es ja schlimmer, als man denkt. Und dann hat man die. Ah, doch. So. Und noch ein paar Leute, die man dazu nehmen könnte. So, guck mal, welche Würfel haben wir noch hier? Daisy, Bumpa. Immer Daisy, damit die auf jeden Fall 3 Felder kommen. Nee, warte mal. Wir versuchen Luigi-Würfel. So. Ja. 5 und 3, okay. 8 und dann kriegen wir noch. Eieiei, ja, gut. Alter. So. Ich sammle jetzt einfach mal hier Münzen ein. Nee, es ist dumm. Eine Münze. Ah, guck mal zurück. Ich glaube, es ist besser, wenn ich direkt loslaufe, ne? Erstmal können wir sie noch mitnehmen.
Oh. So, noch ein größeres Team. Okay, also kann ich doch 4 mitnehmen sogar. Das ist Hammer, das wusste ich auch nicht. Naja, gut für uns. Ah. Herrlich. Da sogar 4. Großzügig bekommen. Okay, noch ein kleiner Bonuspilz. Mit 3 Felder mehr, aber egal, besser als nichts. So, Mario, wo verschlägst du dich hin? Genau, nimm Yoshi mit. Okay, er wird wahrscheinlich gleich den Maulwurf auch noch bekommen. Natürlich doof, wenn die jetzt den... Gerne bekommen sie mit gleich auf. Wenn wir noch mit den Münzen. Und Münzen zu führen ist immer so eine Sache. Naja, weit kommen sie ja nicht. Aber jeder könnte sich so ein Item holen. Wenn sie klug sind. Aber der eine ist klug, der andere ist dumm. Super ist natürlich auch, wenn man die goldene Röhre bekommt. Denn die haut es natürlich alles raus. So, nächstes Minispiel. Ergiebige Ernte. Das ist so ein... Also, ich stehe oben und sammeln, Mario steht unten und sammelt den Rest auf, der daneben fällt vom Gegner. Ich muss halt so versuchen, oben so viel einzusammeln, der da unten fast nichts bekommt. Los geht's. Start! Ich muss schon aufpassen, wie er da unten steht immer, damit ich ihn so ein bisschen fast nichts bekommt. Also einfach. Ich glaube, wir haben knapp gewonnen mit 2 Dingern. Das ist natürlich nicht so viel. Aber gewonnen ist gewonnen. Und wenn es nur mit einem wäre, das ist total egal. Ihr seid die Loser, wir sind die Gewinner. Ich mag Luigis Hose lieber, die ist ein bisschen dunkler. Schönes, dunkles Jeansblau. So. Noch eine Runde, 2 Runden übrig. Hoffen wir dann mal, wie weit wir kommen. Und warum aufsparen? Wozu aufsparen? Wir haben da noch so viel von, also von daher. Arsch! Okay. Geht ja nur, wenn wir so einen Coupon haben, ne? Einen Coupon haben wir ja leider nicht. Ding. Kann ich da nicht irgendwie kommen? Kommen wir irgendwie hin, warte mal. Ich will nur diesen Hui-Bui-Ding noch mitnehmen. Ich will gern hier hin. Das ist unmöglich zu halten, ist ja blöd. Gut, dann brauchen wir da auch nicht hinlaufen. Hier hin, obwohl, warte mal. Kann ich doch aber auch, wenn ich das. Oh. Auf jeden Fall irgendwas bekommen. So, jetzt haben wir noch mehr.
Ah, der Würfel ist allerdings ein bisschen schlecht, weil meistens würfel ich so mit ihm. Oh, einen muss ich stehen lassen. Scheiße. Okay, also 4 Verbündete kann man noch haben. Das war natürlich dumm, dass ich jetzt Daisy rausgeschmissen habe. So, bei der nächsten Gelegenheit warp ich mich einfach hin zu ihm. Nicht so viel mehr, warum machst du mehr? Ist doch totaler Quatsch, gib mir doch genau die 15, die ich haben wollte. Wenn ich gesagt, ich gebe mir 15. Nice. So. 15? Gut. Schön. Ui. Ein Goldjunge. Bin gespannt. Schade, ich hätte gern gewusst, was passiert, wenn wir die Tür hinten öffnen. Das schaffen wir jetzt wohl nicht mehr. Oh, 11 Felder. Gut für uns. Nicht schlecht für uns. Ah, kommt auf jeden Fall hin. Aber nur einer, das ist schon mal gut. Sonst hätten sie einfach mal 4 Sterne gehabt. Was sehr zum Kotzen wäre. Ich kriege natürlich trotzdem 2 Sterne. Ah! Scheiße, aber ihr habt doch noch keinen Stern, ne? Hier könnte man auch einen Stern verlieren, aber da sie keinen haben, werden sie keinen Stern verlieren. Ein Stern kostet mehr Münzen, das ist schon mal gut. Der 20 macht er nicht, das Geld haben die ja trotzdem. Schade. Ja, vielleicht haben wir Glück und sie landet irgendwo in der Nähe bei uns. Gleich, ich glaube es zwar nicht. Mein Glück ist bei diesem Spiel nicht ganz so groß. Wir haben aufs Können verlassen, glaube ich. Stern erhalten. Ja. Super. So, klar. Konnte ja nur einkaufen, logisch. Ach, wie gut ist das denn? Ich hab's gecheckt. Ich dachte, da müsst ihr jetzt 20 bezahlen für beide, aber ist ja Quatsch. Ah, das ist doch in der Nähe von uns. Warte. Ich war ansatzweise in der Nähe bei uns. Ich will totale Banane spielen. Runterfallroulette. Das ist ganz simpel. Hier dreht sich nur so ein Ding gleich. Und irgendwann hält es an und dann muss man halt nicht da stehen, wo man, wo das Licht ist. Start. Wir haben ja ganz viele Anhänger bei uns, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann auch einfach stehen bleiben und warten, bis es aufhört. Jetzt langsam, muss schnell so sein. Jetzt ist nur noch einer von den Gegnern da, das ist Donkey Kong. So, jetzt nimmt er gleich die Hälfte ein, genau. Das Gute daran ist, am Gegenzeige Ursinn zu laufen. Und Sinn. Ach so. Ende. Oh, haben wir gewonnen. So, aber es geht auch gar nicht darum, hier eigentlich komplett zu gewinnen. Ich wollte den Diamanten haben, damit wir uns einen Stern in der Mitte der Partyplaza voll bekommen. Letzte Stern. Beziehungsweise nicht Stern, Diamant. Edelstein, was ich sagen will. So, jetzt kommt letzte Runde. So, wenn wir richtig weit kommen wollen, dann müssen wir natürlich gut würfeln. Immer eine Rosalina-Würfel. Mit einer 8 gekommen, dann sind wir natürlich göttlich. Kann ich hinkriegen, aber. Eine 4, 9. Ah, 16, vielleicht. Ah, schaffe ich glaube ich nicht ganz. Warte mal, was noch? Kommen wir da irgendwie hin? Yes! Machen wir.
weiß, man soll nicht mehr geben, aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich nur 5 gebe, dass er mir den doch irgendwas antut. Vielleicht gar nicht. Aber hier kriegen wir ein paar Münzen, Sterne. Soll ich beide kaufen? Ich beide haben. So, nochmal 2 Sterne. Also ich würde sagen, damit ist das Spiel entschieden. Da können die, glaube ich, nichts mehr dran rütteln. Was sehr gut ist für uns. So. Yeah! Komm schon. Team Luigi ist in Führung. Und daran wird sich nichts mehr ändern. So, Mario, du kannst auch mitlaufen. Wie wird da eh nicht mehr passieren? Okay, genau. Schlecht. Noch ein Item. So. Ja, platzieren noch, aber es macht keinen Sinn mehr. Ja, da konnte man gar nicht feststellen, was Kameks goldene Statue da oben macht oder was man da hinten noch machen könnte. Aber dafür könnten die jetzt doch noch mal ein paar Sterne holen, denn sie sind sehr dicht dran jetzt. Die ist ja fast vor ihren Füßen gelandet. Echt, oder? Das meine ich, ne? Jetzt sagt das Spiel dann so, oh, guck mal, die sind so weit hinten. Oh, ist ein bisschen spannend. Vielleicht können beide da jetzt noch drauf landen. Können beide nämlich jeweils 2 Sterne kaufen. Obwohl, ne, das schafft keiner. Bekannt. Naja, einer kann kaufen. Kann vielleicht doch nochmal eng werden. Aber leider haben sie gar nicht so viel Münzen, dass sie überhaupt was kaufen können. Aber die können nur einen Stern kaufen. Okay, gewonnen haben wir so oder so. Selbst wenn sie gleich durch die Bonus noch 2 Sterne bekommen sollten, die nicht genug Münzen holen. Deswegen zählen wir nochmal zusammen. Letztes Minispiel kommt jetzt. Und auch im Minispiel können sie ja nicht so viele Punkte holen, also beziehungsweise Münzen holen. So, verflixte Fuzzis. Keine halben Sachen. Oh, ein guter Film, ne? Kenn ich noch gar nicht. Achso, doch, das kenne ich doch. Muss man einfach nur so drehen, dass man passt, ne? Genau. Okay, ein bisschen Tetris-mäßig. Los geht's. War doch auch so weit. Oh, egal. So. Ja. Geh hier los. Ah, endlich. Ende. Oh. Ich hab noch ein bisschen Panik bekommen, aber so schwierig war es dann doch nicht. Das ist Team Luigi. Ja, gefällt euch dieses Video? Lasst doch bitte ein Abo da oder beziehungsweise auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das wird mir schon viel bedeuten. So, wie ihr sehen könnt, haben wir schon 3. Vielleicht den letzten, hoffe ich zumindest. Wer hat denn nun gewonnen? Ich bin selbst auch schon ganz gespannt. Also dann gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Gibt es einen neuen Bonus? Also, der Bonus wird vergeben für Münzenbonus. Wer die meisten Münzen hat, müssten ja eigentlich wir sein. Glaube ich. Gut. Jetzt können die auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Welches war der zweite Bonus? Ereignisbonus. Wer hat die meisten Ereignisfelder betreten? Ja, weiß ich gar nicht. Und wir nicht? Ereignisfelder weiß ich wirklich nicht. Hui. Gut, was gerissen. Soweit gut. Und welches Team hat nun gewonnen? Trommelwirbel. Oh, ich bin auch so gespannt. Wer kann es sein? Bei den Oscars. Ja, das war wohl abzusehen, ne? So, das war die letzte Karte auch. Bei Team Luigi, beziehungsweise beim Team. Guck mal kurz hier. Ah, souverän, ne? So. Ich habe auch den Diamanten bekommen gleich. Da kommt er.
Du hast alle Spielbretter der Partnerparty abgeschlossen. Was für eine perfekte Zusammenarbeit. Es daran zu setzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, beweist wahre Freundschaft. Diese noble Gilde kommt der Freundschaftsjuwel zugute. Juwel erhalten! So, es fehlt noch das rosane, ne? Der rosane Juwel. Du bist ganz kurz vor dem großen Ziel. Ja, den müssen wir uns beim nächsten Mal wohl holen. Denn das war's für heute. Hoffe, es hat euch gefallen. Oh, warte mal. Bravo, das war fantastisch. Betrackte Katze geschafft. Bravo. Du hast ein Freundschaftsjuwel erhalten. Wir sehen gleich, Bomb ums Zimmer habe ich nicht geschafft. Das ist nicht Gold oben. Das war da, wo ich 7-1 verloren habe. So. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.